Die Behandlung von Epilepsie oder Depressionen mit Medikamenten könnte bald durch völlig neue Therapien ergänzt werden. Wissenschaftler arbeiten intensiv an intelligenten Hirnschrittmachern, die sich auch über eine Smartphone-App steuern lassen. Wie hochwirksame Medizin könnten von Mathematikern berechnete Formeln helfen, Gehirnerkrankungen besser zu behandeln. Der Freiburger Hirnforscher Stefan Rotter ist Mathematiker. Für ihn steckt in jedem Kopf ein hochkomplexes Rechnernetzwerk. Krankheiten im Gehirn sind für ihn Störungen in der Datenverarbeitung. Es gibt Krankheiten wie die Parkinson'sche Krankheit oder Epilepsie, wo ungünstigerweise Zellen sich mehr als üblich synchronisieren oder Zellen weniger als üblich aktiv sind und deswegen ihre Rolle im Netzwerk verlieren. Es sind genau diese Krankheiten des Gehirns, die sich besonders gut eignen für eine Modellierung auf dem Computer. Und man kann zum Beispiel ausprobieren, ob eine neue Therapieoption, eine Option, die sich ein Mathematiker ausgedacht hat beispielsweise, funktionieren würde im Falle von Epilepsie dahingehend, dass epileptische Anfälle unterdrückt werden könnten durch eine entsprechende Stimulation an der richtigen Stelle. Die Stelle im Gehirn, an der ein behandelnder Arzt stimulieren muss, kann bei jedem Patienten woanders liegen. Denn jedes Gehirn entwickelt sich individuell. Die Idee unserer Forschung besteht darin, dass speziell der Neokortex bei Säugetieren eben so eine Art universelles Netzwerk oder universeller Computer darstellt, der erst durch seinen Gebrauch in den ersten Lebenswochen oder Monaten oder vielleicht sogar Jahren im Falle von Menschen seine ganz besonderen Eigenschaften annimmt. Die Netzwerke im Gehirn werden im Lauf des Lebens mit Hilfe von Sinneseindrücken programmiert und verschaltet. Durch Simulation der Vorgänge in Großrechnern wollen die Wissenschaftler den Funktionsweisen näher kommen. Zunächst geht es darum, sehr präzise Beobachtungen zu machen, also diese Beobachtungen auch zu quantifizieren und die Beobachtungen mit Zahlen darzustellen. Also Kurven zu zeichnen, Potenziale zu messen, zeitliche Änderungen zu messen. Und wenn man das mal geschafft hat, dann kann man mit den Erfahrungen, die in der Physik in den letzten 300 Jahren gesammelt worden sind, versuchen, diese Beobachtungen in einer mathematischen Formel zusammenzufassen. Simulationen im Computer können bereits Teile der Hirnfunktionen abbilden. Zurzeit erforschen die Freiburger Wissenschaftler die Verarbeitung von Sehinformationen. Die Seherfahrung in unseren Simulationen wird jetzt dadurch vereinfachend dargestellt, dass wir einen bestimmten Eingang in die Zellen unseres simulierten Netzwerks geben. Dieser Eingang repräsentiert, welche Signale von der Retina, also von der lichtempfindlichen Schicht in unseren Augen, in den Neokortex geschickt wird. Das schöne Ergebnis an dieser speziellen Situation war, dass die Tuning-Kurven, die wir in unserer Simulation bekommen haben, mit hoher Präzision den Tuning-Kurven entsprechen, die unsere Kollegen tatsächlich im visuellen Kortex von Mäusen, die gerade eben erst ihre Augen geöffnet haben, gemessen haben. Wir möchten natürlich irgendwann mehr als nur ein kleines Stück Hirngewebe auf dem Computer simulieren. Wir würden gerne ganze Gehirne simulieren und verstehen und auf diese Weise auch Einblick gewinnen in die Mechanismen, die in einem Organismus Verhalten erzeugen. Dahin soll die Reise gehen, also das Gehirn als Teil in einem komplexen, rückgekoppelten System zu verstehen, wo Sinneseindrücke und Verhaltensänderungen sozusagen integriert und gemeinsam betrachtet werden können.